Weiter mit Worms Evolution live auf Twitch. Ich zeichne auch für YouTube Community Multiplayer Stream mit den Patrons mit dabei. Bei einem zweiten Match des heutigen Abends Anfang Juli 2023 unter anderem Matze Senior. Liebe Grüße an Matze. Hallo zusammen. Schönen Abend euch. Matze Senior, der tatsächlich, ich sag Senior, weil es so viele andere Matzes gibt. Ich könnte auch sagen Matze der Erste, Matze der Größte, oder willst du lieber hören Matze Senior? Aber Matze Senior passt schon, der andere ist vielleicht zu hoch gesteckt. Dein Lieblingsspiel, abgesehen von Worms Evolution? Mein Lieblingsspiel? Das ist so vieles. Jetzt bin ich mir irgendwann zu überlegen. Ich glaube, so Richtung XCOM wäre da, was mir am liebsten ist. Alles mit Rundentaktiken aufeinander ballern. Genau. Desperados 3 und so Spielchen gehen auch, ne? Genau, das geht auch. Tricksen mit Kämpfern und deren Spezialangriffen. Mit dabei ist Led Metallica. Grüß an unseren Jakob. Hallöchen. Juhu. Auch ebenfalls sehr aktiv auf Patreon und aus Ludwigshafen kommend. Und auch selber eigener Streamer auch, ne? Ja, jetzt aktuell nicht mehr. Ja, aber Pause. Lange, lange Zeit. Und ja, genau. Dein Lieblingsspiel, abgesehen von Worms Evolution? Derzeit Cyberpunk 2077, aber so Langzeit betrachtet Patricia 2. Ja, natürlich. Warum ich gerade überhaupt nicht überrascht reagiere, weil du mich darauf schon. Also wir wollen jetzt übertreiben. Nicht übertreiben, sagen wir mal, 3475 Mal schon drauf angesprochen hast. Aber ja, ich nagel dich bei dem Thema ein bisschen hart fest manchmal an den Mast. Wobei ich gestehen muss, es geht um Patricia 2 und um das Add-on, das wie heißt? Ich habe gerade den Namen vergessen. Jetzt, ich habe nur die Gold-Edition. Ja, Mann, das ist die Stahlvorlage jetzt und jetzt, das ist ja unfassbar. Nein, also Aufstieg der Hanse? Ja, genau. Irgendwas in der Art. Auf jeden Fall liebe ich diese Spiele auch heiß und innig. Aber ich mache ja halt keine Retro-Let's Plays oder keine Klassiker. Deshalb nicht im Programm, aber ich finde Patricia Schande. 2 auch Bombe. Das ist ja kein Retro, das ist ja voll aktuell. Ja, sehr aktuell, ist vor wenigen Jahren erst erschienen. Mit dabei ist auch Sam. Liebe Grüße an Sam. Hallo, ihr Lieben. Super aktiv auch auf Patreon. Dein Lieblingsspiel, abgesehen von Worms Evolution? Im Moment Highways City. Und ich warte auf das City Skylines 2, wenn ich rauskomme. Städtebau und Co. Bin ich sehr gespannt drauf. City Skylines, gibt's da schon ein konkretes Release-Datum oder nur irgendwas mit Ende des Jahres? Oktober müsste es rauskommen, 24. oder so. Ich glaube, ich muss dich noch ein Steht bisschen auf jeden laut. Fall schon fest. Da kommen ja jede Woche kommen ja da Entwicklungstagebücher raus. Da steht schon alles fest, wann es rauskommt. Und es steht auch schon fest, dass 8 DLCs rauskommen. Wahrscheinlich haben die auch schon irgendeinen Season Pass. Ich mache dich mal ein bisschen lauter. Ich will das auf jeden Fall auch zeigen, City Skyline 2. Und hab da auch beim Publisher Paradox schon gesagt, bitte vorab. Und auf jeden Fall wird auf jeden Fall dickes Thema sein hier. Im Chat heißt es sei am 24. Oktober 2023 sei Release-Datum. Okay. So. Wir starten und legen los. Wir wählen eine Spielwelt. Ich nehme mal der Abwechslung halber diesmal den Gruselgarten. Ich hoffe, dass es ein wenig gruselig hier wird. Und dann wählen wir hier oben einen Höhlenverschnitt. Was hat er hier genommen? Das sieht doch schon nach Höhle aus. Das nehmen wir. Irgendwas mit Höhle und Durcheinander. Und weiter. So. Wetten werden angenommen, jetzt schon im Chat? Gerne? Oder wollt ihr erst warten, wo die Würmer sitzen und das mit euch überlegen? Wer wird gewinnen? Bitte gerne Feedback aus dem Chat. Was glaubt ihr? Ihr könnt auch stattdessen schreiben, wem drückt ihr die Daumen. Led Metallica, Jakob, du bist unser Erster. Jawohl. Lauter Meiten... Python's Dingsbums. Monty Python's Würmer, ja genau, ne? Ja, genau. Kann das sein, dass du ein Monty Python-Fan bist? Ich weiß es nicht, wie du drauf kommst. Kann sein. Ja, Riesenfan. Oh oh. Oh oh. Ganz, ganz toll. Ja, grün war Matze. Immerhin leben alle deine Würmer noch. So, gelb ist der Sam. Was haben wir denn hier? Ist ein Health Pack, aber das ist mir zu weit weg, oder? Ich glaube, ich schieße mal so ein bisschen hier rum.
Oh oh. Oh oh. Oh, da jetzt eine Handgranate rein. Oh. Ja, die Fantasie hatte ich auch gerade, bis mir einfiel, dass ich da selber betroffen wäre. Aber, ach, ich kann ich darf dann noch weitermachen. Ja, du hast zwei Schüsse mit der Shotgun. Oh, jetzt darf ich mich nur nicht selber treffen. Lass es lieber sein. Kollateralschaden, 10% Verlust im Zimmer. Ja. Falsch gedrückt, jetzt aber. Jetzt? Nicht 9 getroffen. Punkte, na komm. Das geht hier. So, wer ist der Nächste? Ein gewisser Würmer ist dran. Habt ihr eigentlich erkannt, nach wem ich meine Würmer benannt habe? Sepp Herzwürger, Hans Beißweiler, Jürgen Klopper und Udo Schlagdick. Nach 4 Prominenten, wer kommt drauf? 4 Prominente aus derselben Branche. Kommt er drauf oder kommt er nicht drauf? Er kommt nicht drauf, das ist ja unfassbar hier. Tennisspieler? Ist denn niemand von euch Fußballfan? Golfer? Ja, im Ernst? Fußballtrainer, oder? Richtiger Hinweis im Chat? Ja, richtig. Der ganz alte Fußballspieler. So ist es. Jetzt ist die Frage, wie schicke ich euch hier alle runter? Irgendwas mit Wasser. Wasserbombe wäre von oben, da komme ich gar nicht hin, ne? Wasserbombe? War das mit Zeit, Daniel? Könnte klappen. Ja, so war wunderbar. Noch mehr, mehr, noch mehr! Nein, nur einer, hey, noch mehr! Komm! Nein! Immerhin, einer hat ins Wasser gebissen. Nur weil er dir einen toten Papageien verkauft hat, oder was? Also, noch kennen. Die Fuß... Ja, Fetter Burger hat im Chat 3 schon identifiziert. Hannes Weißweiler, Sepp Herberger und Jürgen Klopp. Einer bleibt nur übrig. Im Chat wird gefragt, wer ist Udo Schlagdick? Ja, es ist etwas sehr verballhornt. Oh oh. Oh oh. Oh, mal gucken, ob es klappt. Oh oh. Auf Monty Python. Der steht auf dem Strauf hier. Der von euch hat gerade diese schmutzige Lache von sich gegeben. Udo Lattek, richtig was im Chat. Alle 4 wurden identifiziert. Wunderbar. So, jetzt ist dran Blau. Welcher Blauer ist dran? In der Mitte? Der beim Feuer. Der beim Feuer tatsächlich. Das ist die Stimme von Led Metallica, von Jakob. Sag mal, wohin schießt du denn? Auf Mätzchen? Lass mir die Mätzchen in Ruhe. Oh, da hat jemand Mätzchen gemacht. Neben die Minen! Oh, nein, 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 nein! Oh lala, jetzt ja, aber genau. Ist Feuer runter! Das war sehr böse, muss man sagen. Ja. Fast 2 verloren hier. So, Massenvernichtungswaffen. Ich glaube, ich bin dran. Nee, Sam ist dran. So, hör mal, hey, du hast Sam noch keinen Lebenspunkt eingebüßt. Kann das sein? Doc Brown. Ach, der ist hier so ein bisschen eingeklemmt hier unten. Der kommt ja hier gar nicht voran hier. Ach so, der ganz links unten. Okay. Einfach eine Handgranate nehmen. So mit dem Seil. Wieso Handgranate? Nicht Dynamit würde ich da vorschlagen. Vielleicht muss ihn opfern. Mann, ich komme jetzt nicht weg. Du machst Kamikaze mit dem? So will ich denn die... Will ich denn das die Stange? Was macht die denn da unten? Ja, jetzt hingekommen. Oh, Doc Brown ist aber unten jetzt, sicher. Ja, jetzt habe ich mir nur selber geschadet. Für immer safe. Braun ist für immer safe. Ein gewisser WB ist da. Hat den DeLorean genommen, eindeutig. So, warte mal ein bisschen, ja. Oh, oh, wie komme ich da oben hoch? Ja. Oh, ich komme da gar nicht hoch.
einmal mit einem Ninja-Seil, mit dem ich leider nicht sehr gut umgehen kann, aber ich werde mein Bestes geben. Das ist die Frage, was kann ich hier schnell machen? Kaum was. Eins, Schluss. Ganz klar. Da war der WB zu langsam. So, jetzt ist dran grün. Ich bin wieder auf der Suche. Ah, der ganz unten, okay. Odins Trunk. Oh nein, du beamst dich hoch. Will sich heilen. Und schnappt sich zwei grüne Kisten. Mal gucken, ob du dich an das zweite auch rantraust. Trotz Mine. Ist der Spieler dran. Einmal Jakob wieder. Ein Wurm weniger, aber drei Fette sind noch da. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was? Falsche Richtung! Und? Überlebt Sepp Herzwürger? Ja. Wie viele Punkte verliert er? Verdammt, das war nicht gut. Sam ist dran. So, also der steht da jetzt aber ganz schön gefährlich. Meinst du? Einmal Ninja Seil, einmal nach oben. Ruck! Und jetzt fallen lassen. Schade. Neben Hannes Beißweiler. Noch weiter nach oben. Was machen wir denn jetzt hier? Nee, nee. Das... Ich glaube, ich nehme eine Bazooka. Klassik. So. Ja. Oh, kann man machen. Okay. Ah, viele. Doch, das hat sich gelohnt. VB ist dran. Ach, das bin ja ich. Jetzt mit Jürgen Klopp. WB, denk dran, du hast genügend Zeit, ja? Naja. Noch 50 Sekunden auf. Die Mine. Muss sie ihm doch nicht sagen. Ich hatte gehofft, soweit explodiert sie nicht. War nur Taktik, dass die Kisten nicht gefarmt werden, ganz einfach. Ach so. Ja. Halt, falsche Tasten, oh Macken. Oh, ich krieg Besuch. Wir müssen mal gucken, ob ich das auch hinkriege. Mit dem Baseballschläger. Halt. Meinst du, du schaffst bis zum Wasser runter? Bin ich sehr skeptisch. Naja, das glaube ich nicht, aber. Oh. Autsch. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass er ein bisschen weiter fliegt. Gut. Ein bisschen tiefer mal zu jetzt machen müssen. Sag mal, Sam, Biff, ist das nicht irgendeine Gestalt aus irgendeinem Film? Irgendeinem 80er-Jahre-Film? Oder werfe ich was durcheinander im Ernst jetzt? Ja, eine Zeitmaschine, ne? Ja. Ein DeLorean. Genau. Ist das nicht der, dieser eine Bösewicht? Oder so ein bisschen böser, oder? So ein Tumba-Typ, oder? Zurück in die Zukunft. Fachsimpelt auch schon böser, der Chat. Ja. Bist du Cineast? Den Biff, den Bösen und den Griff. Ja. Nicht zu verwechseln mit Beefy, das ist wiederum ein anderes Kapitel meiner Kindheit.
Und? Wasserbombe könnte klappen? Granate. Ja, was denn jetzt? Nur eine Granate? Oh oh. Oh oh. Oh, oh, oh nee, ich kann doch nicht schwimmen. Fünf Lebenspünktchen bleiben gerade mal übrig. Die sind beim Rundenwechsel weg, weil er im Wasser steht. Verliert Trefferpunkte, weil im Wasser. Oh, selbst oh. Jetzt kann er sich rächen. Sollte ja wohl reichen für 16, oder? Ja, auf alle Fälle. So, kleines Bämmchen. Und? Ein bisschen weiter schmeißen können. Was? Was? Was hat ich? Was? Nur minus 5? Jawoll! Hat er das denn geschafft? Die Splitter vermutlich weit geflogen. Das ist eine Splitterbombe, die sich weit verteilt hat. Ist das eigentlich auch die Bananenbombe? Kann sein, weiß ich nicht. Wir müssen ja mal das Waffenset auch mal wechseln. Achso, oder ich probiere jetzt mal aus und gucke einfach mal, was so alles drin ist. Ah ne, das ist ja zu verlockend hier. Da kann man doch einfach den Klassiker nehmen hier. Ah, das könnte schwierig werden von der Steuerung her. Oh ja, er schießt sich selbst. Wahrscheinlich zu dicht dran, ne? beide verloren. Ah, Metzin ist an, sehr gut. Da ist er. Und? Gut. Muss ich mal überlegen. Wen nimmst du, ne? Das ist ganz schwer. Viele Möglichkeiten. Wahrscheinlich willst du alle auf einmal umbringen, ne? Oh. Ich bitte wenden. Das war mal ein cooler Move hier. Ja, der ist ja wenigstens nicht mehr in der Nähe. So. Jakob ist dran zwischendurch. Bitte mal kurz Feedback aus dem Chat. Auf wie hoch schätzt ihr unsere Kampfkünste ein? Auf einer Skala von 1 bis 10. Ich sage mir bewusst nicht von 0 bis 10. Bitte gebt mal euer Feedback. Wie schätzt ihr unsere Kampfkünste ein auf einer Skala von 1 bis 10? Schon wieder ein Würmchen weg hier. Unbezahlbar. 6, 0,5, 11, 4, solide 4, 5. 7, danke. Ja, 5. 10 Points, 3. So, dann springt er ja mal so ein bisschen. Test hier. Ich glaube kein Dynamit. Gar kein Dynamit. Hast du ja schon verbraucht, oder? Du hast nur einen Dynamit. Handgranate wäre noch, aber. Ein anderer Plan. Und? Schrotflinte? Jutzi. Oh oh. Spaßfaktor 101%, man in sich geruht, das ist sehr freundlich. Lachfaktor sehr hoch, meint ein gewisser Black Panther, der gerade nicht mitspielt. Oh, WB ist dran. Bin ja schon wieder ich hier. Weißt du, dass ich immer hier oben bin? Möchtest du einen Schluck vom Odins Tonkram, Daniel? So, mal schauen, was wir jetzt hier Feines machen können. Einmal hier rauf, einmal hier runter, einmal zielen bitte und... Was jetzt seit Daniel? Jawohl.
war nicht so die optimale Wahl. Und ein gewisser Matze Senior ist wieder dran. So, was haben wir denn hier Schönes? Und du siehst doch gar nichts, der Hut ist so breitkrempig. Doch. Ich glaube, du bräuchtest einen Blindenstock als Waffe. Erstmal habe ich mich ein bisschen bereichert an den Münzen. Har, har, har. Ah, da wirft jemand eine Mine. Oh oh. Oh nee. Oh oh. Du meinst jetzt nicht im Plan, aber so. Okay. In den Kopf, aber. In your face. Ganz schön böse. Jeder Schuss ein wenig Eigenbeschaden. Also wir können auch die anderen vier fragen, die hier unterwegs sind und nicht mitspielen. Wie das sind dir? Von außen kommentiert? Du hast dich gemutet, man hört dich nicht. Lorenga 4? Okay, niemand will mitreden, alle muten sich, dann sind nur wir unter uns hier. Matze wird natürlich gewinnen. Was für eine Frage, WD. Matze glaubt an Matze. Du hast überhaupt gar kein Konkurrenzempfinden gegenüber jemand anders, der Matze heißt, oder? So gar nicht. Also ich weiß, Matze wird es rocken und wenn ein Matze gewinnt, ist es ein Sieg für alle Matzes. Echt? Das heißt, du würdest dich den Sieg des anderen Matzes würdest du dir aneignen, würde sagen, eigentlich ist es mein Sieg. Ist das verboten? Ich weiß nicht. Matze, das findest du bestimmt okay, oder? Ja, alle Fälle. Schau. Ne? Also wir sind hier ein Herz und eine Seele und genau. Alles ist gut. Matze ist forever, heißt es. So. Sam ist dran. So, Doc Brown ist dran. Das steht hier natürlich ein bisschen einsam hier. Also wie das eben physikalisch passiert ist, ist mir ein Rätsel. Weil ich dachte eigentlich links wäre Wand, ne? Kann ich einen Pixel schreiben, dass er dann rutscht. Ich habe keine Luftangriffe oder so hier. Nee, wir haben Decke oben drauf. Ja, vielleicht ganz. Nee, nirgendwo. Vielleicht. Kannst du dich teleportieren? Ich teleportiere mich. Ja. Stehe ich ein bisschen höher. Ja, schwebst über den Dingen. You have the high ground now. Yeah. Oh, einer meiner letzten verbleibenden Würmchen ist dran. Ich habe einen Wurm weniger als gelb, mit anderen Worten. Ich komme nicht da oben hin. Geht nicht. Geht nicht. Klappt das hier? Ich glaube, da komme ich nicht hin. Doch, da komme ich hin. Da war was. Irgendwo ist ein Pixelchen gerade frei gewesen. Fall ich da runter? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse es sein. Ich lasse es sein. Stattdessen ganz schnell irgendwas anderes. Kamikaze. Nicht hoch, oder? Das war ja die Mine auf dem letzten Drücker. Oh, doch jetzt. Ja, hat gerade noch geklappt. Es war beinahe auf die letzte Sekunde oder auf die vorletzte. Ah, er lebt noch. Matze ist dran. Oh, jetzt muss ich gerade überlegen. Wie das die ist auch wieder da. Dein Eindruck von draußen, David? Ein sehr interessantes Spiel. Nur die Abtrennung ist etwas schwierig. Müsstest du da mal ein Loch reinschießen? Alles klumpt irgendwie zusammen, ne? Eine Dynamitstange, jetzt kommt das Loch. Oh, das war's. Oh oh. Oh oh. Brain ist Geschichte. So.
eine neue Munitionskiste. Jakob ist dran. Wird Monty Python noch gewinnen? John Cleese ist dran. Jetpack. Oh, ich glaube, das könnte für Mätzchen schwierig werden gleich. Mätzchen, kannst du schwimmen? Was würde ich persönlich nehmen? Würdest du auf Mätzchen gehen? Ich wäre zutiefst beleidigt, auch wenn ich nicht mitspiele. Aber Mätzchen, ja. Ich weiß nicht, da identifiziere ich mich irgendwie mit. Sorry. Ja, Mätzchen war mal. Ja. Das heißt, Matze, wenn du willst heute deinen Namen ändern oder was, ein Mätzchen? Also erstmal bin ich böse mit Matze, weil er auf Mätzchen nicht aufgepasst hat und andere Mätzchen macht. Sam ist dran. So. Auf jeden Fall hat es sich jetzt ausgematzt für Mätzchen. Oder ausgematzt? Ist es ausgematzt oder ausgematzt, Mätzchen? Matze. Ausgematzt. Es hat sich ausgematzt. Ja, Matz ab, ne? Matz ab. So, mal gucken, ob ich den Klopp. Klopp ihn. Und? Baseballschläger. Ganz im Ernst, das ist die Waffe der Vororte. Ups. Ja, daneben. Du triffst er nicht. Scheiße. Scheiße gezielt. Ja, genau drüber, habe ich gesehen. Sehr knapp über den Kopf. Ein gewisser WB ist dran. Greif dich nicht wieder an den Odin. Nein, das würde ich nie machen. Denk an Gotteslästerung, oder nicht Gotteslästerung, sondern Götterlästerung ist strafbar. Ja, aber das kommt halt drauf an, welcher Religion du halt glaubst, ne? Welcher Religion du zugehörst. Für mich als Christ wäre das halt nicht Gotteslästerung. Das wäre ja schon Gotteslästerung alleine, weil du ja Odin heißt. Warum heißt du denn eigentlich Odins Kofferraum? Hat das eine tiefergehende Bedeutung, Matze? Nee, der heißt Odins Trunk. Ach, Trunk. Ach, das ist nicht im Englischen Trunk? So, ach so, da habe ich das ja ganz falsch verstanden. Ach so. Nein! Ein bisschen zu wenig. Aber vielen Dank. Damit haben wir WB ein bisschen abgelenkt. Mist! Das war gewollt. So. Daniel, möchtest du ein Schlückchen? Vom Odinstrunk. Ja, von Odinstrunk. Hör mal, ich hab dich bewusst gerade verschont, ne? Ja, genau. Genau. Der arme Marty. Der arme Jürgen. Oh, was war das? Oh, schade daneben. Aber Marty hat's, glaube ich, erwischt, ne? Mich hat er getroffen. Schade. Ja. Wollt ja beide treffen. Es steht so oben 2 gegen 1, Matze. 2 rote und ein grüner. Verdammt. Fast schon wie in Berlin hier. Es fehlt nur noch ein Gelber, der dazwischen kommt. Und sagte, eigentlich bin ich der Boss hier am Gelände. Was? Ich habe kein Baseball mehr? Scheiße. Ach. So, Jakob ist dran, Led Metallica. Und? Was hast du vor? Oh, das kenne ich gar nicht. Was machst du denn da? Ah. Erstmal einen Tanz aufführen, Feuertanz. Ja, verdammt! Naja, hat er trotzdem gereicht, oder? Nee, das fällt sich runter, das ist ach so, das ist natürlich ärgerlich, ja. So. Sam ist dran. Mal schauen, was der Doc Schönes austüfteln kann. Dass sich ihm hoch teleportiert. Du hast die ganze Welt unter dir. Ich schau mal, ob deine Granate weiterhilft. Ich wollte die Kisten holen. Hol dir die Kisten. Dann bin ich aber nicht mal so gut in Sicherheit. Keine Zeit für sowas. Oh. Ah, zu weit! Puh! Glück gehabt. Wow, das war knapp. So. Oh oh. Sam hätte die andere Granate nehmen sollen. Oh oh. WB ist dran. 2 gegen 1. Mal gucken, ob ich das jetzt hinbekomme. Ja, man hat leider keine anderen Ziele, ne?
auf Matze, WB. Du kannst dich auch woanders hin teleportieren. Du hast so viele Möglichkeiten. Du musst nicht den armen Matze hier abschießen. Ja, wen denn sonst hier? Ah, das ist gar nicht so einfach von hier. Ein Stückchen wieder rauf. Aber lass dir ruhig Zeit. WB, das ist Matze Senior. Das kannst du nicht machen. Der arme Senior. Gucken, was man damit Schönes machen kann hier. Scharf, genau. Scharf ist gut. Oh. Ja! Und? Oh, 6 mal übrig! Das war der Abklammer. Da mal ein bisschen Schäfchen gezählt. Mhm. Nicht zum Einschlafen. Und? Kampfpferd ist dran. Oh, was mache ich denn jetzt vor Schreck? Links, einfach weiter links laufen. Nee, ich versuch zum mal. Zum Kartenrand und dann ersaufen, ganz einfach. Oh oh, nein! Das war's. Was hast du für ein Dusel, ey? Das gehört dazu. Ganz knapp. Matze hat 2 dem Tode gewürmte Würmer, aber es sind 2. Jakob ist dran. Oh. Letzter Wurm. Also, euch ist schon aufgefallen, dass Daniel führt. Ja, der Wind wollte gerade sagen, ne? Das wäre das denn so furchtbar? Das könnten wir doch alle verschmerzen. Ja, das ist furchtbar. Na. Oh, Tarzan ist das nicht. Also, Marcel kann das ganz gut. Was zum Geier ist ein UFO? Was für kannst du Gegenstände mit bewegen? Dort kannst du ja glücklich in der Höhle nicht. Nee. Einmal eine Bazooka und ich glaube, Sam, war sich vielleicht zu sicher oben. Was ist das? Was ist das? Das boah, hast du Schwein? Oder? Nein. Das müsste reichen, oder? Oh oh. Ja. Ehrenhaft gekämpft, Sam. Du kommst ja gleich nochmal dran. Oh, jetzt ist ja schon wieder der Udo dran. Beileid. Lass mir meinen Udins. Also gelb ist keine Glücksfarbe. Ich habe auch mit gelb verloren. Man kann Geld verlieren und man kann Geld verlieren. Das müsst du nur eigentlich klappen, ja. Weise Worte. WB kann nur sich selber treffen, ne? Nee, diesmal kann man nicht daneben werfen. Ja! Also, was hat er denn gesagt? Und jetzt gibt's nichts mehr zu trinken. Wird immer schwieriger. Moment, du trinkst so lange Met, bis Odins Trunk stirbt, oder wie? Bringt dir die Welt schon. Kampfpferd ist also noch da. Richtig, Matze, richtig. So, schauen wir mal. Da sind ja alle abgehauen. Wir können auch einen Nicht-Angriffspakt schließen und jetzt erstmal WB fertig machen, wenn du willst. Ach, Details, ja. Nicht-Angriffspakt. Bepackt. Ja. Das Problem ist, wir kommen da nicht hin. Wenn wir da hin beamen, sag ich jetzt mal, ist Daniel vorher dran, ne? Und dann sind unsere Viecher dann weg. Dann müssen wir uns da jetzt eine Taktik überlegen. Ich kann jetzt hier nicht so lange warten auf Taktik. Moment. Du kannst ja echt durchbomben. Also es ist ja auch nicht so, dass er völlig ohne Zeitdruck wäre, denn es sind noch 8 Minuten und 40 Sekunden und dann steigt das Wasser runter voran, ne? Ich will euch allerdings nicht unter Druck setzen damit. Nein. Nee, überhaupt nicht. Sinnlos Schuss. Was? Einmal Jakob wieder dran. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Nein. Boah. Ah, das war knapp. Ich bin sehr gespannt, ob du das eben ernst gemeint hast, dass alle gegen WB kämpfen müssen oder ob du dir stattdessen sagst, Kampfpferd. Nein. Musst dran glauben. Das war doch klar. Müsst euch durchbomben da oben. Oh je. Nein, ich hab mit. Nein, ich hab weich oh je. Nein. Da sind es nur noch 2. Ja. Das ist jetzt nicht einfacher geworden. Das Problem in Anführungszeichen ist. Die Frage auf. Mhm.
was in 8 Minuten passiert, wenn die Zeit abgelaufen ist, ob es dann ein Sudden Death gibt oder ein Unentschieden. Dann steigt das Wasser. Das ist gerade schon angedeutet. Das Wasser steigt und da muss man sich immer weiter nach oben retten, weil man ansonsten ja halt trinkt. Ah. Und naja, dann geht es darum, wer die besseren Positionen hat oder vielleicht doch noch den anderen abschießen kann. Das dauert aber ein Weilchen. Ja. Er kommt. Ja, was soll ich anders machen? Also ich kann mich oben einbunkern, aber... Ja, ich könnte mich oben einbunkern und einfach 8 Minuten abwarten, in der Hoffnung, dass der da oben gewonnen hat. Und das wäre eventuell eine sichere Methode, um mich zum Sieg hindurch zu schmuggeln, aber es wäre total langweilig. Alternativ ist, ich gehe mit einem rauf und hoffe, dass er ihn nicht binnen eines Zuges killen kann. Aber mit einem Baseballschläger. Ich setze mal eine Runde aus. Ich will mal sehen, was er hier macht. Ich will mal sehen, was er hier macht. Unsportlich hier. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Wenigstens so, als würdest du dich durchbuddeln. Ich setze mal eine Runde aus. Also mit 3 Schüssen. Guck mal, welche Taktik. Weil Jakob muss eigentlich... Unsportlich. Jakob muss... Was sportlich ist oder nicht sportlich ist, entscheidet immer noch der Gewinner. Let's bomben dich von unten durch. Also du hast eigentlich keinen Standort, in dem du regulär gewinnen könntest bei dem Ball beim Steigen. Was bringt Maulwurf? Was bringt dieser Boggy B? Naja, Maulwurf geht nur nach unten. Also den Maulwurf könnte WB verwenden, um sich einen Tunnel nach unten zu graben. Genau. Und dann dort von da zu schießen. Ja. In der nächsten Runde. Okay, werde ich mal ausprobieren. Da habe ich allerdings keine Erfahrung mit. Wird aber auch zwei Runden brauchen, schätze ich mal, mindestens. Jakob könnte auch jetzt einfach nach oben schießen. Genau, sag ich doch. Das ist die sichere Methode. Ah, wenn du baust einen. Bekommt ihr... Du baust eine Kanone hin. Was aber, du spielst genauso defensiv. Du kannst, also wenn wir das hier aussitzen, hey, kannst du nicht gewinnen. Du hast keine Runde. Ist Stunden später. Na los, Daniel, teleportier dich hin. Ich mach unten mal ein Loch und da gucken wir weiter. Ach so. Du kannst auch diesen Bohrer nehmen, ne? Dann müsste ich der Maulwurf sein. Dieser Bohrer geht auch, glaube ich. Ne? Ja, aber der Maulwurf kommt weiter. Ach, der kommt weiter. Achso. Ja, aber das ist hier irgendwie. Kann gesteuert werden. Ich mach lieber erstmal hier unten ein Loch. Na, nicht genau da. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Also, wenn ich ein Loch mache, dann eher mit dem unteren der beiden, weil der obere, der wird leicht dann von der Kanone abgeschossen, die Jakob hingestellt hat. Hm. Obwohl die Reichweite ist auch begrenzt. Wir wollen den Maulwurf sehen. Wo geht's hin? Hier unten hin? Da war eine Gesundheitskiste. Ob die mir was bringt, weiß ich halt das aktuell nicht, aber lieber Gesundheit haben als keine haben. Jetzt versuche ich mal unten durch. Also, wie funktioniert der Maulwurf denn, Leute? Also, der Maulwurf läuft los, nachdem du ihn losgeschickt hast. Dann drückst du nochmal Enter, dann geht er direkt nach unten und dann kannst du ihn steuern. Okay. Enter? Nach rechts würde ich sagen. Leertaste. Ja, je nachdem, wie du es eingestellt hast. Ich hab's auf Enter. Ah, okay. Ich bin so gespannt. Ja. Dann steuern. Achtung. Du hättest ihn auch noch steuern können. Er muss nicht gerade nach unten. Ah, okay. Na, jetzt ist es so, wie es ist. Also der ist dann wie ein Wurm, der kann sich dann wirklich schön durchgraben. Ah, okay. Dann hätte ich vielleicht wirklich mit einem Tunnel nach rechts machen können, aber da steht er ja mit der Kanone so doof, ne? Die Reichweite der Kanone ist aber begrenzt. Ich glaube nicht, dass sie so weit reicht. Vielleicht komme ich mit einem Ninja. Nee. Vielleicht komme ich mit dem letzten. Ich habe, glaube ich, nur einen Jetpack. Damit käme ich vielleicht unten durch. Du kannst dich auch fallen lassen mit dem Fallschirm. Stimmt, gute Idee. Der Teleporttausch, kann ich damit irgendeinen Wurm dann auswählen? Oder geht das nur unter meinen eigenen Wurm? Das sind nur die eigenen. Nur deine eigenen. Du kannst mit dir selber tauschen, aber das ist... philosophisch ein spannendes Thema, ne? Ich glaube, Gegenstände bewegen, aber hier gibt's ja keine. Ja, bringt aber auch nichts.
Der Magnet bringt dir nur was, wenn du Abwehr brauchst. Ja, ja, aber weißt du, ich warte jetzt nicht einfach eine Runde ab, ich mache halt irgendwas. So. Du fährst über die Ampel, ob rot oder grün, Hauptsache du fährst rüber. Wie sagt er eins? Wie oft feuert die Kanone? Einmal oder ganz so oft, Leute? Dauer. Jedes Mal, wenn du dich bei ihr bewegst. So. Hm. Oh, wie funktioniert denn das? Müsstest du noch einen auswählen? Oh, der Superscharf, das ist gut. Kann ich das hier links das einsetzen? Das kannst du steuern. Ja, doch. Ich habe aber keinen Cursor. Jetzt mal. Bitte zweimal Doppel-Enter oder halt nach rechts, ne? Das müsste ich genau unten durchfallen lassen. Das wird nicht klappen. Du willst, dass er sich selbst beschießt, ja? Ich setze darauf. Na, jetzt. Das klappt gar nicht. Jetzt muss ich einen Moment abwarten. Da kann einer der beiden gleich unten durch. Also. Und traut euch doch mal. Also, Led, das ist jetzt ein bisschen feige, ne? Okay, wieder nach oben. Ah. Feuert die Kanone eigentlich auf die eigenen Leute auch? Nee, nein. Du kannst auch durch das Loch. So, jetzt versuchen wir mal was. Ich bezweifle sehr, dass es klappt, aber ich versuch's mal. Wir versuchen's mal. Einmal Jetpack, ist leider mein letzter. Den Fallschirm nehmen. Gibt's da gar nicht. Ich habe auf gedrückt, aber als er eine bestimmte Geschwindigkeit hatte, hat er nicht mehr gezündet. Also auf Leertaste gedrückt, der aber. Der kann nur zünden, wenn du stehst. Ja. Ich dachte, ich könnte die ein paar Sekunden sparen, indem ich ihn fallen lasse und im Zug den im fallenden Jetpack zünde. Das macht er leider nicht. Nein, das geht tatsächlich dann nur mit dem Fallschirm. Und echt Fallschirm. Nur 17. Jeder andere Wurm wäre damals tot gewesen. Aber jetzt könntest du das Superscharf verwenden, um hoch zu. Das ist aber tricky, ne? Ja. Tricky. Kann ich den Wurm wechseln? Ja. Geht das? Wurm wechseln haben wir nicht, ne? Wurmwechsler. Haben wir aber nicht aktiviert, glaube ich, ne? Doch. Bin ich dann in derselben Runde nochmal dran? Ja. Nein, genau das. Ja. Und dann. Klapp. Hat das geklappt? Wo bin ich jetzt? Ja. Unten no. Bist du jetzt. Ah, wunderbar. Jetzt versuchen wir mal was. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ich müsste eigentlich weiter nach oben, aber die Zeit läuft mir weg. Das Schaf musst du aber lenken. Ja. Es startet nach. Super scharf. Nach oben zuerst, ne? Er startet. Nee, oder so. Oh, deine Ohren. Vorsicht. Das ist zu knapp. Da hast du keinen Spielraum zum Wenden. Ah, Mist, der Bildschirm verändert sich. In dem Augenblick, wo ich mich bewegt habe mit der Maus, ging der Bildschirmausschnitt auch weg und ich habe nicht gesehen, wo ich hingezielt habe. Jammer. Oh ja, jetzt hast du einen Elfmeter. Ja. Das unter 30, da brauchst du nur eine. Ja. Och nö! Oh. Och nö! Nee. Aber du hast ja gleich, weil du nur einen Wurm hast, du kannst gleich nächste Runde gleich nochmal versuchen. Aber ich könnte nochmal. Welcher Wurm ist dran jetzt? Der oben oder oben?
Wenn ich Glück habe, ist der Test. Das war dieser tolle Elfmeter, den man... Das gibt's doch gar nicht, derselbe ist nochmal dran. Eine Mine war besser gewesen. Ja, weil du doch von dem Wurmtauscher hattest. Er passt auf die, das Geschütz, ne? Nein, passt da nicht auf. Ja, vorsichtig. Nee, ich muss ja irgendwie rauf. Das war's. Nee. Das heißt, ich hätte vielleicht doch mit der Rakete nee. Versuchen ja, sollen, standen, ne? Gerade so ja, für die Runde war es, meine ich. Alter! Diese doofe Kanone. Aber ich hab die komplett vergessen. Ich hab gedacht, ich muss irgendwie rauf. Ich hab die Kanone überhaupt nicht mehr dran gedacht gerade. In 11 Sekunden ist Sudden Death hier. 10, 9, gleich steigt das Wasser. Ja, das war's. Den hast du. Einer bleibt übrig. Nee. So, und jetzt? Nein! Oh je, das Wasser kommt. Okay. Das gibt ein schönes Video. Das war's. Ich bin auch noch da, also. Nee, das ist zu eng. Zu eng. Aber es reicht. Nein! War ich gegiert nach der einen Kiste mit den Trefferpunkten. Verdienter Sieger, Led Metallica und Jakob. Glückwunsch von uns allen an dich hier. Glückwunsch. Danke, danke. Ihr wart aber auch wirklich tolle Gegner, muss ich sagen. Also, wirklich klasse. Klasse Spiel. Oh Mann. Okay.